0 ist eine natürliche Zahl und für jede natürliche Zahl n ist auch Sigma von n eine natürliche Zahl. Das ist jetzt formal beschrieben und legt die Struktur eindeutig fest, oder? Pustekuchen. Denn bis zu dem Punkt hier wäre auch folgende Struktur denkbar. Schauen Sie sich das mal an hier. Ich wähle hier immer diese falschen Teile aus. So. Folgende Struktur wäre denkbar. Ja. Wir haben noch nicht gesagt, dass die 0 am Anfang stehen muss. Auf die Struktur trifft das hier auch zu. 0 ist eine natürliche Zahl und für jede natürliche Zahl ist auch der Nachfolger eine natürliche Zahl. Wir müssen noch fordern, dass die 0 am Anfang stehen soll, damit wir genau die Struktur abbilden, die wir meinen. So, das heißt, wir müssen einfach sagen, dass die 0 am Anfang steht. Und das sagt man ein bisschen anders. Drittes Axiom. Die 0 ist kein Nachfolger. Ja, einfach die 0 ist kein Nachfolger einer natürlichen Zahl. So. Ich schreibe Ihnen auch mal formal auf, wie das formal geschrieben werden würde. Für alle n vom Typ natürliche Zahl mit der 0. Ich erkläre es gleich. Dieses Zeichen hier, das bedeutet für alle. Ja, für alle. Umgedrehtes a. Für alle natürlichen Zahlen heißt es hier. Für alle n vom Typ natürliche Zahl mit der 0. Mathematiker streiten sich, oder eigentlich kann man nicht darüber streiten, Definitionssache, ob die 0 in natürlichen Zahlen mit drin ist oder nicht. Für mich ist die 0 in natürlichen Zahlen mit drin. Normalerweise würde ich sie nicht hinschreiben. Aber in dem Buch, das wir verwenden, wird diese Notation verwendet für natürliche Zahlen mit der 0. Deswegen mache ich das ja auch so. Okay? Das heißt, natürliche Zahlen und die 0 ist mit dabei. So, für alle natürlichen Zahlen gilt, 0 ist nicht der Nachfolger von n. Ja? 0 ist nicht der Nachfolger von n. Also egal, umgangssprachlich, egal welches n Sie nehmen, 0 ist nicht dessen Nachfolger. So. Jetzt sind wir fertig, oder? Eindeutig festgelegt. Nein, leider nicht. Schauen Sie mal. Wir können jetzt noch Folgendes machen. Achso, nee, die 0 ist am Anfang, ne? Das haben wir schon. 0 ist am Anfang. So. Ich mache hier hinten mal so eine Schleife. So. Ne? Axiome sind alle erfüllt. Die 0 ist eine natürliche Zahl. Für jede Zahl ist auch deren Nachfolger eine natürliche Zahl. Und die 0 hat keinen Nachfolger. Aber es ist nicht die Struktur, die wir meinen. Sie wollen nicht irgendwann wieder das Bierchen trinken, das Sie schon mal getrunken haben. So, das heißt, eigentlich, wir denken uns doch hier so eine unendliche Kette. Ja? Und diese Struktur würde aber auch die Axiome erfüllen. Das heißt, mit den Axiomen haben wir die Strukturen nicht eindeutig festgelegt. Was wir jetzt noch sagen müssen ist, zwei unterschiedliche natürliche Zahlen haben nicht denselben Nachfolger. Ja? Wenn zwei Zahlen unterschiedlich sind, dann haben sie auch unterschiedliche Nachfolger. Damit haben wir solche Schleifen ausgeschlossen. Okay, müssen wir auch noch sagen. Das vierte Peano-Axiom. Zwei unterschiedliche oder zwei verschiedene natürliche Zahlen haben
verschiedene Nachfolger. So. Ich mache Ihnen das auch mal formal. Für alle M, N vom Typ natürliche Zahl, für alle M, N, Doppelpunkt, von Typ natürliche Zahl, gilt, wenn M ungleich ist N, dann folgt daraus, das ist ein Wenn-Dann-Pfeil, wenn M ungleich N, dann folgt daraus, dass Sigma M auch ungleich Sigma N ist. Ja? So, jetzt haben wir auch die Schleifen ausgeschlossen. Also sind wir fertig. Leider nicht. Denn jetzt gibt es auch noch folgenden dummen Fall. Schauen Sie mal, jetzt haben wir das noch nicht ausgeschlossen. Also, wir beginnen bei der 0, dann haben wir diese ganzen Nachfolger hier. Da können wir keine Schleife machen, das heißt, da geht es unendlich weiter. Aber niemand verbietet uns, dass wir noch so eine Parallelstruktur mit dabei haben, ne? Wir können sagen, das ist eine Struktur, auf die trifft das alles zu. 0 ist drin, für jede Zahl auch ihr Nachfolger. 0 selbst ist kein Nachfolger. Zwei unterschiedliche haben auch immer zwei unterschiedliche Nachfolger. Trifft zu. Aber diese Struktur haben wir doch nicht im Kopf, wenn wir diese natürlichen Zahlen denken. Ja? Das heißt, wir müssen jetzt noch solche Parallelstrukturen ausschließen. Und das macht man folgendermaßen. Und das ist das, ja, für Sie dann auch eines der wichtigsten Axiome, weil es ganz praktische Konsequenzen hat. Das zeige ich Ihnen gleich. Die Formulierung ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich werde immer mal versuchen, das zu erläutern. Für jede Teilmenge M von N 0. Ich bin jetzt ein bisschen unsauber, über Mengen und Teilmengen haben wir noch nicht gesprochen. Ja? Rein intuitiv bedeutet Teilmenge, angenommen, das hier soll meine Menge sein, eine Teilmenge, ich greife mir ein paar Knubbel raus, ich kann mir alle rausgreifen oder ein Teil, Teilmenge. Okay? So, für jede Teilmenge M von N0 gilt. Wenn M die folgenden Eigenschaften erfüllt, erstens, 0 ist in M und zweitens, für jedes N in M ist auch der Nachfolger in M, dann ist M gleich den natürlichen Zahlen. Also, wir haben uns so eine Teilmenge M rausgegriffen. Wenn da die 0 drin ist, in M, und wenn für jede Zahl, die in M ist, auch ihr Nachfolger in M ist, wenn das gilt, dann ist M gleich ganz N. Was bedeutet, Sie können sich im Prinzip, wenn Sie die 0 ist in M, mit der 0 ist auch der Nachfolger von 0 in M, nämlich die 1. Damit muss auch der Nachfolger der 1 in M sein und deren Nachfolger und so weiter. Ja? Und wenn das bereits der Fall ist, wenn Sie nur diese Struktur hier
befassen, nur diese Struktur hier sich anschauen, nur den oberen Teil, ja, da ist die 0 drin und für jeden Nachfolger, für jede Zahl ist auch der Nachfolger drin, das heißt, das Ding hier oben muss schon ganz n sein. Es kann nichts Paralleles geben. Ja? Wenn ich mir diese Teilmenge hier oben rausgreife, dann treffen diese Bedingungen zu und dann ist m schon ganz n. Das heißt, es kann keine Parallelstruktur geben. Kleine Sekunde. Dieses Axiom bezeichnet man auch als Induktionsprinzip und das werden wir nachher noch brauchen, wenn wir die vollständige Induktion besprechen.